Hallo, hier ist der Deep Star. Willkommen zurück zu Free Space The Great War, zur nächsten Folge und Mission. Ja, beim letzten Mal haben wir die PVD Hope verteidigt gegen den ersten Angriff. Als es repariert werden sollte, haben wir ordentlich reparieren lassen, sind so länger geblieben, als wir eigentlich sollen, angemüssten und haben sie komplett bei der Reparatur beobachtet, dann sind halt abgehauen. Ja, jetzt haben wir die nächste Mission, geht weiter und gucken, was jetzt erwartet. Hoffen, wir gehen mal wieder in die Offensive. Wir mussten ja in letzter Zeit nur Defensivaufgaben erfüllen, aber ja. The Beta Aquilae installation is under attack. The Lucifer has been sighted in the area. Protected at all costs. Additional orders will be given to you on site. Ja, es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Wir müssen immer noch in der Defensive verbleiben. Und zwar müssen wir jetzt die Aquilae Installation gegen die Johannes Angriff verteidigen. Und ja, die Lucifer haben wir im Gebiet gesehen, also klingt das ziemlich schlecht. Wir können vielleicht fliegst du ja dran vorbei diesmal und ja, ich schicke nur anderes Zeug entgegen, was wir halt aushalten können. Wir können keine Schiffe und Waffen auswählen, es geht einfach so weiter. Ja, machen wir am besten mal, wir fliegen los. Die ist schon da. Die ist schon da, die sind angekommen. Ja, das ist scheiße. Engaging enemy. Protect those escape pods. So. Enemy presence detected. Wir müssen jetzt die Dingens verteidigen. Die Luftkapseln. Ja, die geht jetzt in die Luft, weil da konnte man nichts gegen tun, leider. Das Ding nervt mich langsam, diese Lucifer. Wisst ihr das eigentlich? Und verabschiedet sich wieder mit einem Abschiedsgeschenk. So, haut wieder ab. Wir müssen jetzt diese Dinger da vernichten. Nicht getroffen, die Rakete, verdammt. Ich dachte, die würde treffen. Komm her. Das Ding hasse ich wie die Pest da jetzt. Das hält viel aus als Schild, aber die Hülle ist gar nicht so stark, aber das Schild ist halt problematisch. Jetzt ist er tot. Good kill. Oh, eine ist weg, scheiße. Escape 2 didn't make it. Einer mal verloren. Keine Chance gehabt. Ja. Enemy wing has just arrived. Oh. Huh. Ach, kommt denn da? Ja, noch mehr. Was ist das denn da? Die Hope ist da! Die Hope ist doch die meisten da, wenn wir da sind. Klingt ein bisschen falsch, oder? Ja, eine Rettung haben wir verloren. Escape 3 destroyed! Komm schon! Alter! Diese Kaltkapsel müssen wir irgendwie durchbringen, ey. Das ist nicht so einfach. Da kommt noch mal. Kommt noch mehr. Ja, haben wir Jagd auf die Kapseln eröffnet. Ist nicht so leicht. Also schon tot. Schon tot, na sowas. Der ist schon tot, ja. Ich dachte, da wäre noch einer hinter. Aber haben wir sie jetzt sicher durchgebracht? Was ist das denn da? Eine Faustus? Was machen die denn da? CTSC Watchdog. Ah, das kennen wir noch nicht. Noch neues Schiff auch noch entdecken. Naja, Geschützturm. Die Watchdog. Wir haben das Nachfrage mal gesehen, die Cerberus. Man soll es zerstören müssen, aber die scheint auf Unreise zu sein.
enemy wing has just arrived. Oh, jetzt kommen die gerade schon wieder an. Ich habe lange keinen Nerv mehr auf die Defensivmission, muss ich sagen. The Shivans appear to be going after the Aqualay communication station. That station is critical for communication in this sector. Ja. Protect the communication station until we can take position to defend it ourselves. Ja, wir sind auf dem Weg. Ja, wenn man nur Defensivarbeit hat, kann man keinen Krieg gewinnen, ne? Ich meine, dann hören die irgendwann auf anzugreifen und dann müssen wir zurückschlagen, oder wie? Ja. Komm, da bist du tot. Nochmal hoch. Ja, ja, ist ja gut. Das, der hätte ich mir besser, habt ihr das gehört? Er gratuliert mir für, bin gut für Terraner, was soll das heißen? Ich bin besser als du. Hab wahrscheinlich noch einen höheren Rang als du. Und weiter geht's. Ne, für Limbs, die haben wir alles entgegen hier was haben. Hoffentlich nie was Großes. Können ja auch einen Kreuzer schicken oder so. Wäre vielleicht effektiver, dort hier nur Bomber sich zusammen lassen. Müssten ja genug haben, so, wenn die solche auch unbewaffnet, halt ohne Eskorte losschicken. Hahaha, wow! Ja. Der ist tot. Hui, er will was von mir. Er wollte was von mir. Wir brauchen die überhaupt noch. Wo ist denn die? Naja. 3 Minuten. 3 Minuten braucht die Hope. 3 Minuten braucht die Hope. Die Hoffnung. Ja. Na, kommen sie wieder. Warten wir doch hier einfach schon auf die. Das ist ja. Ich hab jetzt schon mal gesagt, die Mommy morgen. Komm. Der macht nichts mehr. Der war, er wusste nicht mehr, was er das machen soll. Weil dann es kommt, weil sein Schimmer, was er exekutieren sollte, ist schon mal tot. Oh, einer von uns auch tot, fällt mir gerade auf. 2 Minuten. Roger that, sir. Oh, jetzt hängen wir jetzt zurück, weil wir zu weit weggedrängt werden. Enemy presence detected. Und wieder drauf. Engaging enemy. Und wieder drauf. Alles wieder zurück. Hui, das hätte auch hier gehen können. Da sieht einer, will einer was von mir. Der da. Der will was von mir. Jetzt ich will auch was von dir. Siehst du? So. Bumm, tot. Erwischt. Das ging auch wieder super. Und macht die Hop. Ist gleich da. Hold on. Roger that, sir. Müssen wieder ein bisschen näher ran, weil sonst greifen die gleich von der anderen Seite an und dann haben wir ein Problem. Aber momentan sieht nicht so aus. Enemy wing has just arrived. Engaging enemy. Und wieder zurück. Kommando zurück. Ich lasse immer hin und her fliegen, halt besser. Oh, was war der letzte? Oh, Scheiße, ich hab einen am Arsch, eine Rakete. Ist er tot? Die Rakete ist tot. Der auch. Er ist abgefeuert, hat es auch tot. Affirmative, sir. So, wieder zurück. Wir müssen gleich angekommen sein. Hier Hope ist gleich angekommen. 11 Abschüsse ist ja nicht sehr der Hammer, aber hey. Kommt schon wieder. Mir kann nichts Besseres zu tun. Und wieder drauf. So einfach geht das. Hin und her, hin und her. Wir ein bisschen mehr Abstand wieder kriegen.
shot. Boom! Alpha 1, we are now in position to defend the comm station. We will return to base. Ja, wir haben es geschafft. Die Hope hat die Position erreicht. So, okay, dann kann ja Alpha jetzt nach Hause. Alpha kann nach Hause und Epsilon bleibt muss wohl hier. Epsilon muss jetzt hier bleiben. Epsilon zieh ich jetzt noch dahin. Ja, ich wünsche mir das, weil ihr folgt mir. Ihr seid ja ganz brav, Vasdana. Meine Vasdana. Hör noch mein Kommando, ist auch toll. Vasdana ist ein Bimbos. Dann sind Bimbos. Ja, nee, die hören auf jeden Fall auf mich. Das ist gut. Jetzt kann ich auch nach Hause. Ich bin fertig hier. Muss ich nicht so lange machen wie beim letzten Mal. Da habe ich selber in Länge gezogen, weil ich ja geredet habe über ein Thema. Kam ich nicht wirklich dazu diesmal. For your fine accomplishments as a skilled pilot and for your considerable number of enemy kills, it is an honor to present to you the double ace. There was nothing you could do to preserve the Aquilae. There was too little time and the Lucifer is too powerful. Fortunately, you were able to save some of the escape pods. The survivors thank you and look forward to the chance to avenge the destruction of the Aquilae. By protecting the Beta Aquilae communications terminal, we are able to keep in contact with our forces in the outer systems. Losing the communication terminal would have been a severe blow. Well done, pilot. For continued service to the Alliance, we are awarding you the Good Conduct Medal. Keep it up. Ja, wir haben wieder Ohren erhalten, nämlich einmal das Doppelass und dann Good Conduct mal wieder. Aber das zum dritten Mal schon. Lieber wären die anderen vier mal gut, nur anderen fünf sogar. Und ob wir den wirklich noch kriegen, das Triple-Ass, ich glaube nicht mehr dran. Schaffen wohl nicht mehr vor Ende des Spiels. Wir sind das aber Stilgraden so gesehen. Also nicht mehr viele Folgen. Ja, wie sieht die Lage aus? Ja, wir konnten nichts tun, um die Aquilae zu retten, die Station. Das war ja, habt ihr schon gesehen, wie es angekommen war, das Ding schon kaputt. Kann man ruhig so sagen, ja. Ein paar Rettungshubs konnten wir sichern, zwei Stück leider nur, die anderen wurden alle vernichtet, kurzerhand. Hat war wenig, wir hatten kaum Chancen, die alle zu retten. Es ist sicherlich möglich, aber wir haben es halt verpatzt, das zu retten, allesamt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Ich wusste auch gar nicht, wenn ich das mal geschafft hätte, kann durchaus sein, auf ganz leichten Schwierigkeitsgrad ist das durchaus möglich. Und ja, wir haben immer das Kommunikationsterminal gesichert, immerhin, und damit ja die Kommunikation zu den äußeren Sektoren aufrechterhalten. Das ist nicht unwichtig. Dann können wir dreimal noch einen Krieg fortführen, anstatt dass da unsere Truppen da unkoordiniert werden und dann sind sie natürlich erst recht verloren. Ja, haben es geschafft. Ja, 12 Abschlüsse haben wir gesammelt, 5 Assists, also waren relativ vielen beteiligt auch. Ja, ein Dragon zerstört, 2 Basilisten, 3 Manticores, 1 Skorpion, 1 Satan und 4 Nephilim. Ja, waren also viele Bombers dabei, 193 Abschlüsse haben wir jetzt. Ja, ich glaube über 300 bräuchte man jetzt für ein Triple Ass, also ich glaube, die waren noch 100 über das Doppelte nochmal schaffen. Ich glaube, 360 Abschlüsse braucht man oder so, also das wird ziemlich schwierig. Deswegen haben wir das geschafft. Akzeptiere das Missionsergebnis. Jawohl, akzeptieren wir. Jetzt geht es weiter in die Datenbank. Und zwar haben wir den Watchdog. Den Watchdog haben wir. Ich gucke gerade noch. Ah, Medical ist auch drin. Aber einmal der Watchdog. Das war das Ding, was das Kommunikationsterminal verteidigt hat. Ja, Notdürfte verteidigt hat, aber immerhin verteidigt hat. The Watchdog is a standard unmanned defensive turret, ne, sentry turret in the GTA, for the GTA. It fires 2 standard plasma bursts at any nearby hostile target. Ja, im Grunde nichts Besonderes an dem Ding eigentlich dran. Ist die standard Plattform zur Verteidigung. Und ja, hat 2 Plasma Geschütze, die alles, angreifen, was feindlich ist. Mehr macht das Ding nicht. Hält auch nicht so viel aus, weil Cerberus, Cerberus ist deutlich widerstandsfähiger. Hält auch deutlich mehr aus, ja. Die halt nicht so viel, aber dafür ist sie ja wahrscheinlich auch billiger zu produzieren. Ja, weiter geht's endlich mit dem SF Manticore. Haben wir schon ein paar Missionen das Vergnügen gehabt. Vor ein paar Missionen war es schon, ich glaube vor 9 Folgen das erste Mal. Oder so, ich glaube 9 Folgen war es. Also ganz lange her. Ja, jetzt dürfen wir endlich mal analysieren. Jetzt wissen wir endlich, was das für ein Teil ist, nämlich der hier. Ja, we believe that the Manticore is a chief interceptor. It has a very high top speed and its maneuverability is quite good. However, its shield system is not strong enough to withstand constant fighting for long.
which leads us to believe the Manticore's primary purpose is to destroy enemy bombers. The Manticore ranks as a Class B threat. Ja, so sieht's aus. Ist eine Klasse B Bedrohung, ist größtenteils halt Abfangjäger, also das Gegenstück zur Rockery und zur Horus. Also, ja, ist man auch genauso schnell, genauso wendig und hauptsächlich dafür da, gegnerische Bomber und Bomben zu zerstören. Also er jetzt keine Waffe gegen, kein Jäger gegen Jäger. Kein Jäger gegen Jäger, klingt auch etwas kurios, aber ist halt so. Ja, das war's dann. Kann man so sagen, das war die meinen Schiffe. Das war mit dieser Folge daher. Da bedanke ich mich auch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.